Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich habe mir oft einmal gefragt über diese angekochte Kartoffel. Damals, wo ich das Video veröffentlicht habe, habe ich auch nur meine ersten Versuche gemacht und mal selber ausprobiert. Ich habe ausprobiert im Backofen kochen und auch im Wasserbad im Einkochautomat. Und muss ich jetzt dazu sagen, dass im Einkochautomat gefällt mir besser, ist sicherer und wirklich alle Gläser stehen geblieben, alles gut funktioniert. Das ist jetzt diese ein Glas, welches ich habe an die Seite gestellt, wie ich euch oft sage, dass bei manchen Sachen stelle ich mal Gläschen ein bisschen an die Seite, das mal ein bisschen testen, wie verhält sich das, diese Gericht. Drinnen. Dieses Gläschen ist von 15. August 2021, haben wir angekocht. Es ist jetzt ein bisschen kalt und wird beschlagen, aber schaut, alles hier schön klar. Nur unten sieht man, das ist die Kartoffelstärke abgesetzt. Es kann man sagen, das ist fast normal. Und jetzt werden wir mal aufmachen, riechen und testen, wie es das Konsistenz ist von den Kartoffeln, weil er ist schon, kann man sagen, 2,5 Jahre alt. Und dann habe ich gedacht, wenn alles gut ist, werden wir einfach Bratkartoffeln machen. Der Deckel ist richtig schön eingezogen, passiert nicht. Stehen die Gläser bei mir im Keller. Bei uns, wie sagt man, im Winter geht es sogar bis also 15, 16 Grad Kühle, aber im Sommer ist schon manchmal sogar bis 20 Grad da warm. Und trotzdem stehen die Gläser gut, durch diesen Unterschied von Temperatur. So, und jetzt schauen wir mal nach Qualität. So, jetzt machen wir den Deckel auf. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört, dass wir das Luft eingezogen sind und die Deckel nach oben gegangen. Geruchtest, alles gut, riecht nach Kartoffel. Jetzt holen wir eine raus und schauen. Das, was jetzt nicht im Wasser war, hier ist die schön gelb, weil es war im sozusagen Salzwasser. Aber hier war die schon auf dem Luft, ja, deswegen weiß geblieben. Für Qualität spielt es aber keine Rolle. Schaut ihr, ich schneide die richtig schön fest. Und da kann ich gleich schon in die Scheiben schneiden zum Bratkartoffeln. So, ein kleines Stückchen probiere ich. Ja, Kartoffel, schmeckt nach Kartoffeln, Geschmack. Naja, so etwas festes, mehliges Kartoffel, wie es das Kartoffel schmeckt. Ich finde diese Kartoffel wirklich sehr gut zum Bratkartoffel machen. Oder wenn wir jetzt im Backofen wollen, die Gemüse machen und dazu das geben, es ist auch perfekt. Weil die ist bei mir auch wirklich ziemlich fest geblieben. Richtig schön fest. Perfekt. So, liebe Freunde, ich wollte euch nur mal zeigen, dass nach 2,5 Jahren den Kartoffel ist trotzdem noch gut. Und wenn ihr so eine Ängste habt wegen Botulismus, dann denkt ihr nur an einem. Wenn dieses Produkt wird nochmal aufhitzt, zum Beispiel beim Braten, dann wird es nichts passieren. Weil schon beim 80 Grad Aufwärmen dieses Produktes werden diese Botulismusbakterien getötet. So, ich wollte nur so ein Update machen, weil die Fragen wurden immer wieder gestellt, wie, was und warum, und habe ich euch jetzt es gezeigt. Jetzt werde ich das komplett rausnehmen und Bratkartoffel zubereiten. So viel Kartoffel habe ich jetzt aus einem Glas aufgeschnitten. Auf dem Herd steht schon die Pfanne und ich habe ein bisschen von dem Speck angebraten. Und jetzt geben wir einfach unsere Kartoffel dazu. So, die ganze Kartoffel in die Pfanne und jetzt wie ganz normale Kartoffel einfach braten. Würzen mit Pfeffer, Paprika,
Zum Schluss kann man auch Kräuter geben. Ein Zwiebel kann man auch reinschneiden und mitbraten. Das ist wunderbar. So, meine Lieben, so 10, 12 Minuten und unser Mittagessen schon fertig. Leckere Bratkartoffeln, geht wirklich sehr schnell, weil die Kartoffel ist doch schon gekocht. Braucht man nur, dass er nach gewünschter Bräune wird angebraten und kann man schon genießen. Habe ein bisschen noch Kräuter drauf gemacht und voilala. Dazu noch Salat. Es hält wirklich sehr gut seine Form. Er wird nicht zu weich. Er hat noch seine so etwas Härte sogar. Wirklich wunderbar. So, liebe Freunde, ich wollte euch nur kurz zeigen, diese, kann man sagen, auch Beweis, dass Kartoffeln kann man ankochen. Und als Erste möchte ich gerne sagen, am besten, mir gefällt persönlich, im Wasserbad ist es ein Kochen und hält es, wenn es kühle Keller habt, hält es wirklich jahrelang. Und da kann man es schnell, wenn es muss was schnell gemacht werden, schnell noch es verwenden. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ein gutes Gelingen wünsche ich euch natürlich. Einen guten Start in neues Gartenjahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss!